So, hallo zusammen, meine lieben Stormtrooper. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet ein schönes Wochenende bis jetzt. Heute haben wir Sonntag. Morgen ist der 1. Mai, ne? Tanz in den Mai. Mal gucken, wer es von euch macht. Genau. Ich wollte fix noch ein kleines wöchentliches Diablo 4 News Video machen mit euch. So ein kleines, ne? So ein entspanntes, auf entspannt. Genau, da ich mir zu einem wurde jetzt nochmal final veröffentlicht, welche Systemanforderungen für Diablo 4 in Frage kommen. Da wollte ich einmal fix mit euch zusammen reinschauen, ob wie stark mein Rechner dafür wäre. Also ich habe schon geguckt, Mindestanforderungen locker. Na, da brauchen wir ein nichts Dickes. Das sollte eigentlich jeder, auch ältere Rechner schaffen. Selbst mein Rechner, der bei meinem Sohn steht, der 10 Jahre alt ist schon, was er mal ein alter Rechner war, der sollte das selbst schaffen. Mittel, ja, schaffe ich auch locker, easy. Hoch schaffe ich locker normalerweise. Ja, wenn das hier jetzt eigentlich Standardprozessor Ryzen 7 mit 2700 X. Ich habe mal geguckt, zur Sicherheit nochmal. Ich war mir jetzt nicht mehr ganz sicher, welchen ich habe. Ich habe den Ryzen 7 3800X. Das sollte locker machbar sein. Dann wegen Grafikkarte, ja, eine GeForce zum Beispiel 2060 oder eine AMD RX 57. Da habe ich auch nochmal nachgeguckt. Ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich habe eine von den beiden. Ne? Also entweder die GeForce RTX 2060 OC. Oder die OC Pro. Die gibt es bei Amazon schon gar nicht mehr. Ja. War zu dem Zeitpunkt, wo ich die damals geholt hatte, extra für Spiele hatte eine ganz gute Performance. Genau, eine von den beiden habe ich auf jeden Fall. Ich habe es nicht speziell nachgeguckt. Ich habe nur mal schnell gesucht, weil ich wusste, OC habe ich auf jeden Fall. Genau. Sollte eigentlich machbar sein. Ne, SSD habe ich auch, ne, M.2. Ja, in der Bandbreite, ja, bei 300 Mbits sollte das eigentlich locker ausreichen. Mal zur Not werde ich das auch locker auf 1000 hochschrauben lassen. Genau, jetzt Ultra 4K, weiß ich nicht, muss ich gucken. Also das ist klar, wäre auch klar. Arbeitsspeicher habe ich tatsächlich 32 GB. Da sieht man es auch nochmal. Sicher. Dann wollte ich eigentlich gleich haben. Weil wenn man zum Beispiel ganz viele Taskleisten auf hat, verbraucht das auch tatsächlich RAM-Speicher. Ist jetzt nicht nur für Spiele gedacht, weil RAM-Speicher ist hauptsächlich eher besser für RAM. Ja. Aber ich habe natürlich keine GeForce 380. Schlichtweg zu teuer, braucht man meines Erachtens auch noch nicht wirklich. Wird natürlich die Zeit noch kommen, leider. Aber naja, ansonsten hätte ich alles. Ne? Aber Grafikkarte, das ist ja meistens der Knackpunkt. Ne? Also hoch können wir auf jeden Fall locker spielen. Das kriegen wir hin. Ne? Und 4K muss ja nicht unbedingt sein. Ne? Deshalb. Genau, das war einmal das. Damit ihr mal seht, was ich dann spielen kann auf Twitch. Beziehungsweise ich werde die ganze Story einmal hochladen bei YouTube. Also jeden Tag immer stückchenweise Questen für Questen. So, dann gab es noch ein paar News. Mit den Reittieren zum Beispiel. Ne? Dann wurde erst gesagt, ja. Man kann das Reittier erst erhalten, wenn man die Story komplett durchgespielt hat. Nein, hat Blizzard jetzt nochmal bestätigt, das ist nicht der Fall. Es wird eine Storyline geben, weil in der Beta zum Beispiel gleich am Anfang in der ersten Stadt, da hat man ja auch den Stall, den man da sieht. Da haben wir eigentlich schon gedacht in der Beta, oh geil, Reittiere und so. Aber nee, Pustekuchen. Genau, deshalb wird jetzt vermutet, dass so Markt 2 Reittiere mit der Questreihe abgeschlossen werden können, dass man die dann auch nutzen kann. Würde ich natürlich auch begrüßen. Ne? Wäre ja Quatsch, wenn man das Spiel einmal durchspielen muss, damit man den Mount, also das Pferd, wieder mal bekommt. Ne? Also das wurde jetzt in letzter Zeit öfters erwähnt. Ne? Aber wird nicht der Fall sein, ist auf jeden Fall schon früher. Genau. Ansonsten. Was gibt es hier noch Schönes? Ich habe noch nicht die aktuellsten News alle durchgelesen. Ne? Negatives möchte ich jetzt
Negatives möchte ich jetzt nicht unbedingt lesen. Ja. Ansonsten war es das, glaube ich, auch schon. Das Endgame wurde noch präsentiert. Aber ich denke mal, da habt ihr schon vieles gesehen, wurden auch schon viele Videos gemacht, ne? Von daher, ja, kommt morgen das Analysenvideo für die Woche. Hat sich auf jeden Fall positiv cool, was mich freut, was getan. Da schauen wir morgen mal genauer rein. Und dann werten wir noch die Community Quest aus, die ihr natürlich wieder verkackt habt. Wer hätte das gedacht? Ja, das war's ansonsten erstmal. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag. Morgen, einen schönen 1. Mai. Morgen gibt's, da bringt meine Frau mit Schweinchen Kartoffelsalat, da freue ich mich schon. Ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns morgen zum Analysenvideo. Alles klar. Schönes Wochenende noch.